Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, was ist das für ein Geburtstagsfest? Es ist denn doch so ganz anders, als wenn wir Geburtstag feiern. Wenn wir eingeladen sind oder es für uns selber tun, dann dreht sich doch meistens alles um den oder die, die Geburtstag feiern, um das sogenannte Geburtstagskind. Was ist das also heute für ein Geburtstagsfest, an dem in den Texten, die die Liturgie singt und betet und verkündet, am wenigsten von der die Rede ist, die Geburtstag hat? Vielleicht ist es uns gar nicht aufgefallen. Im Tagesgebet ist zuerst davon die Rede, von dem, den sie geboren hat. Und so wird es weitergehen, im Gabengebet und auch im Schlussgebet. Hier im Stammbaum nach Matthäus hören wir es ganz am Ende. Man hat das sozusagen eingefügt. Ich glaube, früher wurde nur der Stammbaum gelesen. Da kam dann Maria gar nicht vor. Ist das nicht etwas Merkwürdiges? Und wenn wir die wunderbaren Texte der Ostkirche hören, etwa diesen kurzen: Dies ist der Tag des Herrn. Frohlockt, ihr Völker, denn siehe, der Hochzeitssaal des Lichtes und das Buch des Wortes des Lebens ist aus dem Mutterschoß hervorgegangen. Das Tor nach Osten ist geboren und erwartet den Einzug des großen Priesters. Sie einzig und allein lässt Christus eintreten auf den Erdkreis zum Heil unserer Seelen. Immer ist, wenn von Maria die Rede ist, eine Offenheit da, eine Transparenz, eine Durchsichtigkeit und eine Richtung. Immer gibt es durch sie die Richtung auf Christus hin. Etwas anderes ist gar nicht möglich. Und wer etwas anderes versucht, der verfehlt sie in ihrer ganzen Wesensart. Vielleicht liegt hierin die wahre Freude des Festes über die Geburt der Gottesmutter. Es ist nicht das Kreisen um sich selbst. Es ist nicht die Scheinwerfer auf sich selber stellen und alles aufzählen. So kennen wir Geburtstagsfeiern. Da mag es den einen oder anderen Spaß geben. Aber ob es wirklich Freude ist, ist eine andere Frage. Heute, an diesem Tag, geht es um eine wirkliche Freude, die eigentlich nie aus uns selber kommen kann, sondern die immer das entdeckt, was in uns gelegt ist. Eine Freude, die eine Richtung braucht, die nicht in sich selber gefangen bleibt, nicht in sich selber eingeschlossen ist, sondern durchsichtig bleibt. Für den, dem wir dieses Leben verdanken. Für den, der von sich sagen wird, er ist selber Weg, Wahrheit und Leben. Wahres Leben. Diese schönen Bilder. Hochzeitssaal des Lichtes. Buch des Wortes des Lebens. Das darauf wartet, beschrieben zu werden mit diesem lebendigen Wort. Das Tor nach Osten, das endlich, wie Ezechiel sagt, geöffnet wird, durch das nur ein einziger eintreten kann, der große Priester, Jesus Christus. Wir sollten diese Bilder nicht einfach, wie wir das Wort verwenden, das ist eine bildliche Redeweise. Und damit meinen wir, es ist eigentlich nichts wert. Es ist ersetzbar durch jedes andere. Vielleicht gibt es auch andere schöne Bilder. Wir werden ja permanent aufgefordert, kreativ zu sein. Nein, wir müssen diese Bilder entdecken, liebe Schwestern und Brüder, denn sie stammen vom Wort Gottes selber. Es sind Bilder des Alten Testamentes, das heißt Bilder der inspirierten Schrift, Bilder, die vom Heiligen Geist angeregt sind, Bilder, die schon diese Transparenz, die in Maria Gestalt wird, schon angedeutet sind und immer neu entdeckt werden wollen. Es sind wahrhaft freudige Bilder. Es ist nicht der Partykeller. Es ist nicht einfach die festlich gedeckte Tafel oder die Lebensmöglichkeit, dass einem alle Türen offen stehen. Nein, es ist der Hochzeitssaal des Lichtes. Es ist das Buch, das darauf wartet, dass ein Wort hineingeschrieben wird. Jesus Christus, Gott, oder wie es das heutige Evangelium nach Matthäus sagt,
Gott mit uns. Dass er durch sie zu uns kommt, ist Grund der Freude auch für unser Leben. Wenn wir diese Freude nur entdecken wollten, nicht haschen nach dem kurzen Spaß, der mag schön sein, wir wollen niemand die Laune verderben, aber die wahre tiefe Freude, aus der sich Leben lässt, aus der Leben gelingen kann, trotz aller Rückschläge, trotz Sünde und Schuld, trotz der Durststrecken, die wir durchzustehen haben, auch trotz manchen Dunkels, das sich gar nicht aufzuhellen vermag. Diese kraftvollen Bilder schenken uns Freude, weil sie Wirklichkeit sind. Entdecken wir heute am Geburtstag der Gottesmutter diese Wirklichkeit, die Wirklichkeit des Lichtes, die auch unser Leben hell macht.